Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um eine Sammlung und zwar dieses Mal um meine Handcremesammlung. Ich habe jetzt meine ganzen Handcremes und auch meine Handgels und Handmasken und sowas hier liegen und möchte die euch ganz gerne zeigen. Ich habe das so ein bisschen vorgeordnet nach Markenprodukten und Eigenmarkenprodukten. Ich muss dazu sagen, dass ich ein Produkt momentan nicht da habe, beziehungsweise nicht hier oben habe. Das zeige ich euch dann, beziehungsweise sage ich euch dann, sobald die Kategorie dran ist. Ich ordne das ja auch so ein bisschen eben. Jetzt zeige ich euch erst die Handcremes, dann die Handmasken und dann die Handgel. Und ja, ich würde einfach sagen, ich starte einfach mal direkt durch. Ich habe auch wie immer dann am Ende des Videos die Zahlen für euch. Ende 2020 und jetzt Juli 2021. Und ich würde einfach sagen, ich starte einfach mal durch. Und zwar starte ich durch mit der Marke Dermacool. Da habe ich zu einem diese Handcreme hier und zwar ist das die Aroma Ritual Apple and Cinnamon Handcreme. Die riecht richtig gut. Also die riecht richtig, richtig toll. Gibt es bei Notino online und es riecht halt toll. Also ich finde den Duft toll. Es riecht halt einfach nach Winter. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann im Herbst, Winter werde ich die dann anfangen und verwenden. Sehr, sehr cool. Und dann einmal die Variante White Peach. Das Duschgel davon mochte ich unter der Dusche leider nicht. Aber die Handcreme mag ich eigentlich ganz gern vom Duft. Ich habe die dann mal auf meine Hand aufgetragen, um zu gucken, ob die genauso duftet auf meiner Haut wie das Duschgel. Aber das riecht wesentlich angenehmer. Habe ich aber auch erst einmal so ein bisschen aufgetragen. Also werde ich auf jeden Fall noch länger testen. Kann nicht viel sagen zu der Pflege von den Handcremes, aber die Düfte sind wirklich, wirklich toll. Dann habe ich hier schon die erste kleine und zwar von Douglas Essential. Die hatte ich, meine ich, in dem Douglas Adventskalender. Hand Beauty Treatment Care Hydration mit Shea Butter. Das ist so eine, die dann in meine Handtasche kommt. Ich habe da momentan jetzt eine andere in Benutzung. Hier sind 20 ml drin. Sollte ich vielleicht auch mal benutzen. Ich sehe gerade, die ist nur 9 Monate haltbar. Läuft also bald ab. Also im September läuft sie ab. Deswegen werde ich den auch bald mal benutzen. Dann habe ich hier eine, die habe ich, meine ich, bei der Shop-Apotheke mitbestellt. Und zwar von Oibos. Sensitive Pflege, Handcreme, Repair und Schutz für empfindliche Haut. Zieht schnell ein. Die wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Ich suche halt immer Handcremes, die gut pflegen, aber halt auch relativ schnell einziehen. Und das soll halt regenerieren und schützen. Und ja, ist ohne Mikroplastik, ohne PEG. Ja, und soll halt ganz gut sein. Ich habe schon relativ viel Gutes über die Oibos-Produkte gehört. Hatte auch schon mal ein paar Handcremes davon und deswegen habe ich jetzt die einmal mir damals mitgenommen und bin sehr gespannt. Habe ich noch nicht getestet. Falls ihr mit irgendwelchen Handcremes Erfahrungen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Dann von Florena hier die intensive Soforthilfe Handkonzentrat, Shea Butter und Argelöl. Das hatte ich auch schon sehr, sehr oft für sehr trockene Haut. 50 ml sind hier drin. Das ist vegan. Und hier sind, wie gesagt, ja, 50 ml drin. Shea Butter und Argelöl. Reichhaltigkeitsrezeptur. Und die hatte ich schon auch relativ oft. Ich finde die sehr schön. Ich mag die vom Duft. Und es ist halt keine so große Größe, also 50 ml finde ich sehr schön. Dann erst gekauft habe ich mir von Hansan die Sommerhandcreme. Die habt ihr auch noch nicht in einem Haul-Video gesehen. Das Haul-Video kommt erst Anfang August dann online. Aber der Juli ist einfach schon so voll, deswegen wollte ich es da nicht noch reinpacken. Aber auf jeden Fall hier die Sommerhandcreme von Hansan. Ist mit Kakaobutter und hat einen Tukan drauf. Finde ich super, super schön. Ist mit Shea-Butter und tropischem Kakaobutter. Ohne Alkohol, 24 Stunden Feuchtigkeit. Und die hat mir halt auch sehr gut gefallen. Vom Duft her und auch vom Design her. Deswegen durfte die mit. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die dann so ist in Anwendung. Dann noch mal eine kleine. Die sieht jetzt relativ voll aus, aber irgendwie zieht die sich immer wieder voll mit Luft. Von Jean Len. Intensiv pflegender Handbalsam mit Baumwolle und Shea Butter. Die finde ich richtig, richtig gut für trockene bis sehr trockene Hände. Die ist sehr reichhaltig und ja, ich mag die sehr, sehr gern. Ich mag den Duft auch ultra, ultra gern von dieser Handcreme. Ja, finde ich richtig, richtig toll und mag ich sehr, sehr gerne. Ist, wie gesagt, in meiner Handtasche. Dann habe ich hier von Kneipen Handcreme und zwar die Hydro-Handcreme Aloe Vera. Hier steht jetzt drauf, beruhigende Feuchtigkeitspflege für normale und empfindliche Haut. Die Handcreme habe ich noch nicht getestet, kann ich noch nicht viel dazu sagen. Werde ich aber bald mal austesten, um zu gucken, ob die mir gefällt. Weil Aloe Vera ist bei mir immer so eine Sache. Manchmal klebt das auf meine Haut, deswegen wollte ich die dann jetzt bald mal verwenden. Nochmal eine kleine Größe, dieses Mal von Lavera. Das ist die Handcreme Basis Sensitive mit Mandelöl und Bio Shea Butter. Auch die verwende ich momentan. Die ist jetzt an meinem Bett. Einfach auch, damit ich da mal was anderes verwende. Ich zeige euch gleich, was ich am Bett habe. Ja, und die gefällt mir tatsächlich nicht mehr ganz so gut, die ich jetzt momentan am Bett habe. Aber diese Basis Sensitive Reihe von Lavera mag ich eigentlich ganz gern. Deswegen habe ich die jetzt auch momentan am Bett stehen. Und dann habe ich hier noch eine, da bin ich super traurig. Ich hoffe, die geht nie leer. Von Yves Rocher, die Winter Apples Handcreme. Das ist also eine Handcreme, die riecht nach Bratapfel. Die riecht ultra, ultra toll.
Und ich habe die vor allem halt auch als Bodylotion für meine Beine benutzt und ich mag die sehr gerne. Also ich finde, die riecht unglaublich toll. Ja, nach Bratapfel, die hat einen richtig schönen Duft. Und von der Reihe habe ich auch noch das Duschgel da. Habe ich mir jetzt eben aufbewahrt, dann auf den nächsten Winter. Dann kommen wir zu den Eigenmarkensachen. Zu einem habe ich hier von Avon Planet Spa Energize. Die Handcreme, die ist mit Bergamotte und Lemon. 30 ml sind hier drin. Und ja, die hatte ich von der Stefanie bekommen. Ist halt eben so eine kleine Tube. Ich zeige die euch gerade mal. So eine kleine Tube. Da hatte ich ja, ich glaube, die Relax-Variante mit Lavendel auch schon mal von ihr bekommen. Und das ist halt jetzt die mit Zitrone. Die riecht auch sehr gut und werde ich auf jeden Fall dann auch benutzen. Ist aber momentan jetzt noch nicht in Benutzung. Also kann ich jetzt nicht sagen, ob die gleich ist wie die mit Lavendel oder nicht. Dann, das ist die Handcreme, die ich momentan am Bett habe. Die geht auf jeden Fall den Monat auch noch leer. Von Aliqua Hand- und Nagelbalsam, Acai-Beere und Mandelöl oder Acai-Beere und Mandelöl. Das ist für Haut und Nägel. Und ich hatte die schon mal. Die gibt es bei Butni, also bei Butnikowski. Und ich fand die eigentlich immer sehr gut. 75 ml sind hier drin. Ich hatte die, wie gesagt, schon mal aufgebraucht. Und irgendwie mag ich die jetzt nicht mehr ganz so gern. Ich finde den Duft immer noch toll, aber ich finde irgendwie, die pflegt nicht mehr ganz so gut. Deswegen würde ich die jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Aber brauche ich halt jetzt auf jeden Fall auf. Dann habe ich hier zwei von Alterra. Und zwar zu einem diese hier. Die hatte ich von der Doreen, glaube ich, im Tauschpaket oder Geburtstagspaket. Ich weiß es nicht mehr sicher. Love You Honey Honig Handcreme. Liebevoll gesammelt für ihren Verwöhnmoment mit Akazienhonig und Bio-Jojoba-Öl. Sieht ja richtig süß aus, oder? Also von der Verpackung her richtig, richtig süß. 75 ml sind hier drin. Habe ich jetzt auch noch nicht benutzt. Riecht aber so richtig, richtig schön nach Honig und beziehungsweise doch, die habe ich benutzt. Quatsch. Die ist schon tatsächlich schon ganz gut benutzt. Die riecht super nach Honig. Von der Pflegewirkung her ist die wirklich schön. Ist jetzt nichts super duper Reichhaltiges. Steht aber halt auch nicht wirklich drauf, für welchen Hauttypen. Deswegen es ist einfach eine normale Handcreme, die man gut täglich verwenden kann. Die riecht sehr gut, kann ich empfehlen. Und dann habe ich hier von Alterra die reichhaltige Handcreme Bio Granatapfel. Die habe ich noch nicht probiert. Für sehr trockene Haut. Ich hatte die schon öfters in der alten Verpackung, in groß. Und jetzt die neue Variante hier in der neuen Verpackung habe ich jetzt noch nicht probiert. Die hatte ich auf jeden Fall aber im Geburtstagspaket von der Doreen. Ja, riecht auf jeden Fall auch toll nach Granatapfel. Dann von Müller habe ich hier drei Handcremes von Aveo. Und zwar einmal, die ist auch in Benutzung, die Handcreme Mango und Papaya Duft. Die habe ich am Computer momentan stehen. Die zieht relativ schön ein. Die riecht unglaublich toll. Ich liebe diesen Duft. Ich würde die mir auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen, falls ich nochmal in Müller kommen sollte. Was ich eigentlich bald vorhabe, denn ich muss auf jeden Fall bald mal einen Zahnarzttermin machen. Und da ist dann der Müller in der Stadt. Deswegen, ja, einmal die hier mag ich sehr, sehr gerne. Dann einmal, die habe ich mir das letzte Mal bei Müller gekauft, und zwar von Aveo, die Handcreme antibakteriell. Optimaler Schutz vor Bakterien mit Glycerin und natürlichem Kokosöl. Und das fand ich halt ganz interessant, weil es dann antibakteriell wirken soll, und halt trotzdem pflegen soll. Also hier ist wohl irgendwas drin, was schützt gegen Bakterien. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Riechen tut die Handcreme ganz okay. Ja, die riecht halt einfach so ein bisschen cremig, so ganz bisschen nach Handdesinfektionsmittel. Ich bin gespannt und das ist vielleicht auch so eine Handcreme, die man gut abfüllen kann, vielleicht für die Handtasche oder so, weil die halt antibakteriell dann wirken soll. Dann von Aveo einmal aus der Prachtstücke-Reihe die pflegende Handcreme mit Kirschduft, mit Olivenbutter, Traubenkern und Kokosöl, mit zartem Kirschduft für ein samtweiches Hautgefühl. Hier sind 75 ml drin und die hatte ich mir gekauft, weil ich dachte, die ist neu. Stellte sich dann raus, ich hatte die schon mal, ich weiß nicht mehr, wie ich die fand tatsächlich. Ich glaube, ich fand die ganz okay und ja, die riecht sehr angenehm. Werde ich auf jeden Fall aufbrauchen. Dann von Balea eine. Ja, wie gesagt, bei den Handcremes, ich habe viele einfach noch nicht probiert. Habe ich hier die Handcreme Tagträume mit verzauberndem Traumduft. Das riecht einfach sehr süß nach Kirschen. Mag ich sehr, sehr gerne. Es gab mal vor ein paar Jahren die Reihe, die hieß Abendrot. Das war so eine rote Verpackung. In der gleichen Reihe war auch noch Glücksrausch. Das war so eine orangene Verpackung. Und Atempause, das war so eine lila Verpackung. Das war vor, lass mich lügen, 7, 8 Jahren eventuell. Und hier diese Handcreme, die riecht halt genauso. Also die riecht richtig, richtig gut. Ich liebe diesen Duft. Und deswegen hat die mitgedurft. Ja. Dann habe ich hier zwei von diesen kleinen Tigerchen. Die gab es immer in diesem Geschenkset. Eine habe ich da schon aufgebraucht. Und das sind jetzt die letzten beiden. Einmal der Fuchs, der riecht nach Orange Aprikose. Und einmal der Dachs, der riecht nach Wildrose und Vanille.
oder Rose und Vanille. Ich mag die ganz gern so für zwischendurch. Es ist nichts super Reichhaltiges, es ist einfach so eine leichte Pflege. Finde ich halt aber super süß von dem Design her und ich bewahre mir diese Tiegelchen auch immer ganz gern auf. Dann auch eine Handcreme, die ich jetzt schon mal benutzt hatte, die ich dann aber wieder weggestellt habe von Body and Soul. Glücksgut Handcreme mit Granatapfel und Cranberry. Ja, man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen, dass die schon mal benutzt war. Ich mag die Body and Soul Handcremes sehr gerne. Ich finde, die riechen immer sehr, sehr gut. Die sind von der Pflege her wirklich okay. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Gibt es, wie gesagt, auch bei Müller. Ist eine Eigenmarke. Und der Duft finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Dann Isana. Da habe ich zwei. Und zwar zu einem die Isana Handcreme Beach Days. Die riecht nach Wassermelone und Limette. Und es gibt ja drei Duftvarianten von Isana aus dieser My Summer Mood Reihe. Und zwar Beach Days, Happy Sunrise und irgendwas mit Nights. Summer Nights oder so, ich weiß es nicht sicher. Und die Limette Wassermelone Variante riecht auf jeden Fall super. Da habe ich auch die Body Lotion dazu. Ja, und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Handcreme. Riecht auf jeden Fall ultra toll. Dann habe ich hier von Isana noch diese süße kleine Igelhandcreme, die Handcreme Feel Pretty. 24 Stunden Feuchtigkeit, die sieht ja super süß aus, oder? Also vom Design her ist die ja richtig, richtig süß. Und mit dem Igelchen drauf. Und das soll zart cremig duften und so riecht es auch. Ist eine solide Handcreme, pflegt jetzt nicht extrem stark, ist aber gut, wenn man eben auch viel am Computer arbeitet, weil die relativ fix einzieht. Also die mag ich auf jeden Fall sehr gern. Und dann habe ich hier nochmal ein Pröbchen und zwar dieses Mal von L'Occitane. Das ist eine Handcreme mit Honig und 20% Shea. Diese Handcreme hatte ich, meine ich, von der Stefanie bekommen und die riecht richtig, richtig gut nach Honig. Also der Duft ist wirklich, wirklich angenehm. Ja, habe ich jetzt aber noch nicht dauerhaft benutzt. Ich habe sie einmal getestet. Der Duft ist wirklich schön und deswegen werde ich sie auch definitiv behalten. Und dann zu guter Letzt bei den Handcremes und dann kommen wir eben noch zu den Handmasken und so, habe ich hier von Sauber eine Handcreme. Und zwar ist das die für sensible Kinderhaut mit Panthenol und Mandelöl, die finde ich ganz okay. Ist jetzt auch nicht so reichhaltig, ist halt für Kinder. Also es ist so für Kinder auf jeden Fall schön. Es riecht ganz mild und es pflegt auch eigentlich ganz gut. Bräuchte ich jetzt tatsächlich nicht nochmal. Und ich denke tatsächlich, dass ich eventuell diese beiden aussortieren werde. Aber ich werde es jetzt erstmal noch ein paar Mal probieren und testen. Dann habe ich hier zu einem zwei Handmasken und zwar zu einem die Aveo Feuchtigkeitspflege-Handmaske mit 20% Aloe Vera und einmal die Isana Handmaske im Handschuh. Das ist die mit Aloe Vera und Avocadoöl. Beide finde ich super interessant. Ich finde vom Design her die Isana ein bisschen moderner wie die Aveo. Wollte ich sehr, sehr gerne testen. Ich hatte jetzt eine von Starskin die letzten Tage benutzt und fand die wirklich schön und deswegen bin ich sehr gespannt auf diese beiden. Und dann einmal von Balea das Handpeeling. Das ist mit Wildrosenöl und Aprikosenkernpeelingkörpern für eine sanfte Reinigung und Pflege. Die finde ich auch sehr, 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 sehr angenehm. Hatte ich auch jetzt erst aufgebraucht eins und mag ich sehr gern so für zwischendurch. Und dann Handgel. Da habe ich momentan 5 Stück da. Eins davon ist in meinem Auto. Das kann ich euch leider nicht zeigen, denn das steht in der Garage und ich renne jetzt nicht runter. Das ist das Isana Handgel, dieses mit im Pumpspender, dieses Orangene, das habt ihr erst in einem Haul-Video gesehen, das habe ich auch noch da. Und dann habe ich zusätzlich einmal noch von 0 hoch 3, O hoch 3 Solution, Desinfektion, so ein flüssiges Produkt, das werde ich umfüllen in meinen Spender, den ich noch hier habe, in so einem Pumpspray. Ja, ganz praktisch, ohne Fett und Öl, ohne Parfüm, ohne Alkohol, finde ich sehr schön. Einmal das. Dann einmal von Balea noch so ein Spray. Vielleicht werde ich auch das hier erst aufbrauchen und dann das andere hier reinfüllen. In dem anderen waren 150 und hier sind 100 ml drin. Das ist jetzt das Balea Hygienehandspray. Das ist eben auch einfach zum Aufsprühen. Finde ich sehr praktisch. Ja, ist antibakteriell und so. Und das wollte ich auch unbedingt austesten. Und dann habe ich hier noch zwei Handgel. Und zwar zu einem von Vichy, dieses reinigende Handgel. Das habe ich jetzt momentan in meiner Handtasche. Sind 50 ml drin. Und ja, ich finde das gut. Es ist ein gutes, solides Handgel. Hatte ich mal gratis bei einer Bestellung dabei. Ich hätte es mir niemals selber gekauft. Aber so gratis werde ich es auf jeden Fall testen. Und dann für ein Mercy Handy oder Merci Handy, Jungle Fever Love and Hand Cleansing Gel, ein Handreinigungsgel von Mercy Handy eben. Das sieht hier so aus. Das hatte ich auch, meine ich, von der Stefanie bekommen. Riecht auf jeden Fall ganz angenehm. Ja, so ein bisschen frischer. Werde ich auch testen. Ich brauche jetzt aber erstmal noch ein paar andere auf. Und genau,
Das war's. Das waren alle meine Handcremes. Ich, ja, habe nicht mehr so viel da, wie ihr sehen konntet. Dann kommen wir jetzt einfach mal zu den Zahlen. Ich habe jetzt zu einem im Dezember 2020 hatte ich 30 Handcremes. Jetzt habe ich 20. Proben an Handcremes hatte ich 12. Jetzt habe ich 5. Handgel hatte ich 5. Jetzt habe ich auch 5. Und Handmasken bzw. Peelings hatte ich 1 und jetzt habe ich 3. Insgesamt hatte ich im Dezember 2020 48 Handcremes oder 48 Handpflegeprodukte. Und jetzt im Juli 2021 habe ich 33. Ich habe also um 15 Produkte meine Sammlung reduziert, was ich auch wirklich gut finde. Ich habe, wie gesagt, auch ein paar Handcremes jetzt in Benutzung. Ich würde sagen, so 4, 5 Stück gehen eventuell den Monat leer, also jetzt im Juli. Und dann habe ich auf jeden Fall auch schon wieder weniger da. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, auf welche Handcreme ihr nicht verzichten könnt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich bin immer auf der Suche nach guten Handcremes. Und falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Oder auch über ein kostenloses Abo. Das ist natürlich, ja, immer gerne gesehen von mir. Ich freue mich, wenn neue Abonnenten dazukommen. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis bald. Ciao.